Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass da, wo du Vorbereitung warst, einfach das Training eine ganz andere Qualität hat. Wenn du in der Vorbereitung am Pfeifzirkel arbeitest, dann hast du einfach hinterher beim Training auch die besseren Voraussetzungen. Das haben die meisten Kunden bei uns schon für sich erkannt. Darum geht es da auch zu Stoßzeiten, so wie auf einer vierspurigen Autobahn. Ich liebe diesen Bereich und das Schöne daran ist, egal mit wem du reingehst, an jedem geht es hinten noch besser. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann schon einmal ein System eingebaut haben, wie jetzt diese Milo-Kraftstraße, das so erfolgreich ist und auch so durchdacht. Ganz klare Vorteile bei dem Training, es ist absolut zeitsparend, es ist super effektiv und absolut maßgeschneidert. Je nach Bedürfnis kann jeder da sein Training abbilden und das ist sensationell. Also wir sind nicht auf Raumschiff Enterprise und auch nicht in einer Folge von Star Trek, das ist der neue Milon U, ein Screening-Tool, das quasi den Pre-Test macht für jeden, der neu kommt. Erst einmal schauen, wie beweglich ist der, wie belastbar ist der, wie hat die Gelenksabstände, wie ist sein Fitnesslevel. Das ist natürlich Hightech. Der Miscan ist auf alle Fälle ein Herzstück im wahrsten Sinne des Wortes, weil er uns einfach Trainingsdaten liefert zu Beginn von einem Training oder während des Trainings oder auch nach einer gewissen Trainingszeit, an denen wir sehen, wie entwickelt sich der Körper, wie reagiert der Herzmuskel. Und das sind echt spannende Erkenntnisse, auf die wir heute keiner mehr verzichten. Natürlich gehen wir bei uns konventionelle Trainingsansätze auch nicht zu kurz, weil so einfach wollen wir es die Leute ja auch nicht machen. Aber wer es einfach haben will, der kriegt es natürlich auch einfach. Ich glaube, gerade beim Thema Gesundheitstraining können wir vom Leistungssport ganz viel lernen, weil der Leistungssport ist ein bisschen unlimited. Und ich glaube, das Gesundheitstraining ist auch noch nicht ausgereizt. Es gibt noch Omi mit Sicherheit eine Luft. Darum sollte man sich wahrscheinlich auch als Betreiber über an die halten, die immer über das gewohnte Maß hinaus dingen. Und dennoch immer absolut kundenorientiert bleiben. Wir brauchen wieder eine starke Gesellschaft und dafür haben wir auch ganz starke Ansätze geschaffen. Da darf natürlich auch die Sauna nicht zu kurz kommen. Die Zusammenarbeit mit Medical Active war einer der wichtigsten Schritte im letzten Jahr. Da gibt es einfach eine klare neue Stoßrichtung. Die Medizin braucht den Sport und der Sport muss sich auf die Medizin einlassen dürfen. Das Gesundheitstraining der Zukunft braucht Wissenschaft, braucht eine hervorragende Technik und gut ausgebildete Trainer. Nun ist der Termin am 15. ein absolutes Muss für alle Einrichtungen, die mit Gesundheit zu tun haben. Sie haben alle herzlich eingeladen. Der Link folgt in der Bio. Jetzt ist tatsächlich Umdenken gefragt und das war ein guter Startschuss.